in dem Königreich Athalien ein junges Königspaar, das sich sehr lieb hatte. Dieses Glück war nur dadurch getrübt, dass es so schien, als würde ihm kein Kind geschenkt werden. Jeder tröstete den anderen, aber nachts lagen sie oft in ihren Betten und vergossen bittere Tränen, weil sie sich so sehr ein kleines Kind wünschten. Diese Tränen jedoch verheimlichte jeder dem anderen, weil keiner den anderen betrügen wollte. Wenn es die junge Königin nicht mehr aushielt, ihren Schmerz darüber zu verbergen, so ging sie in dem Garten des Schlosses spazieren. Sie liebte die Pracht der Bäume und der duftenden, farbigen Blumen, die Tiere, die dort umhersprangen, das Singen der Vögel und den gesunden, frischen Duft der Natur. Als sie wieder einmal in ihrem Park herumspazierte, hörte sie neben sich in einem Strauch ein schwaches und klägliches Piepsen. Sie bog die Zweige auseinander und erblickte ein kleines, nacktes Vögelchen, das aus seinem Nest gefallen war. Behutsam nahm sie es auf und strich mit ihren zarten Fingern über das zitternde kleine Lebewesen. In das Nest wollte sie es nicht mehr zurücksetzen, da sie Angst hatte, die Vogelmutter würde ihr Junges nicht mehr annehmen und es müsste dann verhungern. Deshalb trug sie es hinein in das Schloss, ließ sich von einer Dienerin einen Topf mit Wasser erwärmen und flößte es dem kleinen Vogel vorsichtig ein. Sie baute ihm selbst ein kleines weiches Nest aus Watte und pflegte es liebevoll und behutsam. Der kleine Vogel wuchs heran und bekam ein wunderschönes Gefieder von einer gelben Farbe, das an saftige Limonen erinnerte. Was lag näher, als den Vogel Lemona zu nennen? Lemona reagierte auch auf den Namen. Wenn die junge Königin zu ihm sprach, hatte sie das Gefühl, der Vogel würde genau verstehen, was sie ihm sagte. Manchmal klagte sie ihrem Tierchen ihren Kummer. Dann legte es sein Köpfchen schief und schaute sie mitleidsvoll aus seinen klugen Augen an. Eines Nachts, als die Königin in ihrem Bett lag und schlief, erschien ihr plötzlich Lemona im Traum. Und es war für sie ganz selbstverständlich, dass er mit ihr in Menschensprache redete. Er sprach zu ihr: Meine liebe, traurige Königin, du hast mir mein Leben gerettet, als ich nahe daran war zu sterben. Wenn du nicht gewesen wärst und hättest mich mit auf das Schloss genommen, gefüttert und gepflegt, so gäbe es mich schon lange nicht mehr. Du hast mich mit deiner Liebe großgezogen, so wie es sonst meine Mutter getan hätte. Deshalb liebe ich dich auch so, als wärst du meine Mutter. Von deinem Kummer hast du mir oft erzählt und du hast bestimmt gemerkt, dass ich dich genau verstanden habe. Nun musst du aber wissen, dass ich kein gewöhnlicher Vogel bin, sondern ich habe die Gabe, einmal in meinem Leben einem Geschöpf, das ich für wertvoll erachte, einen Wunsch zu erfüllen. Und ich weiß, dass es keinen Menschen gibt, der es mehr wert ist als du. Auf dem heutigen Tag, genau in einem
Damit verschwand das Traumbild und die Königin erwachte nach langer Zeit am Morgen mit einem unerklärlichen Glücksgefühl und der Gewissheit, dass nun alles gut wird. Auch der König bemerkte ihr fröhlicheres Wesen. Das beruhigte selbst seinen eigenen Schmerz. Wie der kleine Vogel es der Königin im Traum prophezeit hatte, so geschah es. Dem jungen Königspaar wurde ein wunderschönes, gesundes Mädchen mit blauen Augen und goldgelbem Haar geschenkt. Beide waren überglücklich und sie dankten Gott dafür, dass ihnen dieser Segen widerfuhr. Der Vogel Lemona saß immer in der Nähe der Wiege des kleinen Mädchens und es hatte den Anschein, als wolle er das Kind gegen alle Gefahren beschützen. Thank you.
seine Freude über ihre Tochter auch mit anderen teilen. So luden sie alle Untertanen des Reiches zu einem großen Fest ein, das 3 Tage und Nächte dauern sollte. Essen und Trinken gab es im Übermaß und die Musikanten spielten zum Mitsingen und Tanzen auf. Auch den König und die Königin des Nachbarlandes luden sie zu ihren Feierlichkeiten ein. Die Königin jedoch war eine böse und neidvolle Frau. Sie selbst hatte einen etwas größeren Sohn, der von Grund auf hässlich war. Er entwickelte schon sehr früh eine Boshaftigkeit, die sich auf alles auswirkte, was ihm hilflos ausgeliefert war. Er kniff die Mägde, die sich nicht getrauten, dies seinen Eltern zu berichten, sonst wären sie vom Hof gejagt worden. Er peitschte auf die Tiere ein, die im Stall standen und nicht davonlaufen konnten. Er stieß kostbares Porzellan von den Tischen und beschuldigte die Bediensteten. Diese wurden dann von der Königin bestraft, obwohl diese genau über die Boshaftigkeit ihres kleinen Sohnes Bescheid wusste. Auch war sie sich im Klaren darüber, dass er als Erwachsener nie in der Lage sein konnte, ein guter König zu werden. Schon auf dem Fest, bei dem sie zusammen mit ihrem Gemahl und ihrem Sohn zu Gast war, stand ihr Entschluss fest, diesem Mädchen und den Eltern zu schaden, um sich wegen ihres eigenen Schicksals zu rächen. Mein Entschluss steht fest. Ich werde mich einem König, der Königin und ihrer, ach so, hübschen Tochter Fiola, reden deshalb, weil sie so glücklich sind. So glücklich, wie ich es niemals sein werde. Das wurde mir auf dem Fest in Autanien auf dem Königsschloss so richtig deutlich. Warum habe ich so einen unwürdigen Sohn, der von Tag zu Tag ärger wird? Ich muss dieser Familie schaden, sonst halte ich es nicht mehr aus. Zu verlieren habe ich ja nichts. Mein Unglück ist schon zu groß. Ich weiß zwar noch nicht, was ich tun werde, aber ich habe ja keine Reihe damit. Mein Hass auf das Glück der anderen wird von Tag zu Tag stärker. Doch irgendwann kommt meine Stunde. Wie sie das anstellen würde, das reifte in ihrem Kopf erst im Laufe der Zeit. Sie hatte keine Eile. Ihrer Ansicht nach hatte sie sowieso nichts mehr zu verlieren, denn ihr boshaftes Kind würde ihr einziges bleiben. Die kleine Prinzessin, sie war auf den Namen Viola, wegen ihrer veilchenblauen Augen getauft worden, wuchs zu einem fröhlichen und hübschen Mädchen heran. Ihr Hauslehrer unterrichtete sie im Rechnen und Lesen und in allem, was andere Kinder in normalen Schulen lernten. All das Wissen sog sie begierig in sich auf und für alles zeigte sie aufmerksames Interesse. Vor allem liebte sie, was nur im Entferntesten mit Musik zu tun hatte. Sie hatte einen Hofmusikanten zum Lehrer, der ihr beibrachte, wie man auf den verschiedensten Instrumenten spielt. Außerdem lernte sie bei ihm viele Tänze, die ihr großen Spaß machten. Wenn ihre Eltern sich vom Regieren ausruhten, ließ sie ihnen keine Ruhe. Ihr Musiklehrer musste zum Tanz aufspielen und sie tanzte mit ihrem Vater und ihrer Mutter in dem großen Saal des Schlosses umher. Komm, tanz mit mir. Thank you.
das Glück, dieser Familie trügen zu können. Der kleine Vogel Lemona begleitete die Prinzessin Viola auf Schritt und Tritt, so als würde er versuchen, alles Böse von ihr fernzuhalten. Auch die Prinzessin hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, mit ihrem gefiederten Beschützer zu reden, wobei er jedes Wort zu begreifen schien. Als die Prinzessin nun 16 Jahre alt war, erhielt das Königspaar eine Einladung an ihre Tochter aus dem benachbarten Königreich. Ruhe, Prinzessin! Eine Botschaft! Danke, Franz B. Zeit schon, lieber Vater. Wer hat uns geschrieben? So schnell, du kleiner Naseweiß. Erst muss ich den Brief mal lesen. Aha. Er ist von dem Königspaar aus dem Nachbarland. Das ist aber schön, dass die uns auch mal schreiben. Hast du recht. Aber nun bin auch ich gespannt, was sie uns zu berichten haben. Er ist so lieb und liest uns die Botschaft vor. Ja. Sie schreibt: Liebe Königin, lieber König, eure Tochter ist jetzt schon beinahe erwachsen. Da sie nun bereits 16 Jahre alt ist, glauben wir, sie ist groß genug, dass sie uns einen Besuch abstatten. Wir haben aus diesem Grunde schon den Westflügel unseres Schlosses für sie geräumt, sodass sie hier mit den sie begleitenden Dienern und Dienerinnen wohnen kann. Ganz bestimmt interessiert es Sie, etwas von der Welt kennenzulernen, nachdem Sie, wie es bis zu unserem Königreich vorgedrungen ist, so fleißig und klug ist und vieles schon aus den Büchern weiß. Hier bei uns wird Sie alles bekommen, was Sie wünschen. Wir werden hier zu Ehren auch einen großen Ball geben, da wir erfahren haben, dass Sie eine ausgezeichnete Tänzerin ist. Auch unser Sohn ist in der Zwischenzeit zu einem exzellenten Kavalier herangewachsen. Wir hoffen, dass Prinzessin Viola uns die Ehre zuteil werden lässt und zu uns reist. Seien Sie von dem Königspaar aus Ihrem Nachbarland aufs Beste gegrüßt. Aber nun was? Ach, mir ist das schrecklich. Nun darf meine kleine Viola verderben. Ich kann ihr nicht helfen. Jahrelang habe ich sie beschützt und bewacht, dass ihr nichts passiert. Aber jetzt geht sie auf eine gefährliche Reise und begibt sich in eine große Gefahr. Der Prinz ist alleine kein Kavalier geworden. Und seine Mutter ist eine böse, verbitterte Frau, der ist der Drache gerüstet, weil sie der Leib quält. Der Vater des Prinzen hat schon lange keine Macht mehr, über seine Familie zu herrschen und fühlt sich beleidigt in jeder Weise. Da die Eltern der Prinzessin keinen Argwohn hatten, nach dieser freundlichen und herzlichen Einladung ließen sie ihre Tochter zu dem Königspaar und deren Sohn abreisen. Der Vogel Lemona misstraute als einziger den Worten des Briefes, gab jedoch seine Warnungen auf, als er Viola so glücklich sah. Was die Eltern und ihr Töchterchen nicht wissen konnten, dass sich aus dem kleinen Prinzen kein Kavalier entwickeln konnte. Er war im Gegenteil, genau wie seine Mutter, noch böser geworden. Der Vater des Prinzen hatte schon lange keine Macht mehr, über seine Familie zu herrschen, und fügte sich den beiden in jeder Weise. Nachdem die Kutsche der Prinzessin die Grenze zum Nachbarland überquert hatte, führte der Weg an einem kleinen Garten vorbei, aus dem heraus es wunderschön duftete. Nach blühenden Blumen und den Obstbäumen, die darin standen. In den Garten flogen die farbigsten Vögel, die sie je gesehen hatte. Da sie, wie die Königin, die Natur genauso liebte, konnte sie der Versuchung nicht widerstehen, aus der Kutsche auszusteigen, um für eine Weile in dem Gärtchen herumzuspazieren. Musik.
Sie ging auf einen kleinen Teich zu, der sich darin befand und auf dem zwischen Seerosen kleine Entenjungen umherschwammen. Plötzlich schoss aus der Mitte des Teiches eine mächtige Fontäne hervor, die sich sofort wie eine Halbkugel um den Garten legte und auf der Stelle gefroren war. Ach, wie schön ist das Leben! Das war das Werk der bösen Königin, und die Rache, weil der Neid sie nicht zur Ruhe hatte kommen lassen, über das gesunde und hübsche Kind aus dem Königreich Autanien. Sie hatte in den langen Jahren nichts unversucht gelassen, um ein Zaubermittel zu finden, mit dem sie dem glücklichen Königspaar und deren Tochter schaden konnte. Nun hatte sich ihr sehnlichster Wunsch endlich erfüllt. Mit einem anderen Elixier hatte sie sich unsichtbar gemacht, sodass die Diener und Dienerinnen, die die Prinzessin begleiteten, sie nicht zu fassen bekamen. Hokus, Hokus, 1, 2, 3, und jetzt schnell einen Topf herbei. Zauberbuch, Flux aufgestapelt, will ein Zauberwitz war. Fiona, die so wunderschön, wird da grummeln. Unsichtbar will ich mich machen, und dann hat sie nichts zu lachen. Auch mein Sohn, man kann es verstehen, wird von niemandem gesehen. Diese Masken vor das Gesicht, und uns beide sieht man nicht. Käfer, Maus und Spinnentier, fertig ist das im Ziel. Nur noch flugs die Masken her. Sehen wird uns niemand mehr. Ein Tropfen hier, ein Tropfen dort und das magische Zauberwort. Hex, Hex, lieb ich. Diese Masken vor das Gesicht. Nun sind wir beide unsichtbar. Für jedermann und trotzdem da. Ihrem bösen Sohn hatte sie das Vergnügen an ihrer Tat nicht versagt. Ihm fiel die Aufgabe zu, ebenfalls eine Nachricht an die Eltern zu übergeben. Nichts habe ich in den letzten Jahren unversucht gelassen, um ein Zaubermittel zu finden, damit ich der Königsfamilie aus Autanien Schaden zufügen kann. Nun hat sich mein sehnlichster Wunsch erfüllt. Mit einem anderen Elixier konnten wir uns, mein lieber Sohn und ich, uns unsichtbar machen. Wohl ahnend, mein Prinz übernimmt nun die Aufgabe, den Dienern und Dienerinnen der Königsfamilie die Nachricht weiterzubringen. Nun
Nachricht von meiner Mutter, dem Königspaar aus Afghanistan. Nun, lieber König und liebe Königin, habe ich mich für euer Glück an euch allen gerecht. Und ihr wart so einfältig, auf mein Liebste reinzufallen. Um eure Tochter haben wir eine Eiskugel gerichtet, die unzerstörbar ist. Eure so geliebte Tochter kann sich nun in dem Garten, in dem sie sich befindet, an allen erfreuen, was sie bei ihrem Spaziergang zu sehen wünschte, außer an ihre Freiheit. Es gibt nur einen Weg, um sie zu befreien. Dies wird nur einen vollkommen guten und reinen Menschen gewinnen. Da wir aber nicht an das Gute und Reine in einem Menschen glauben, wissen wir, dass ihr eure kleine Prinzessin nie mehr wiedersehen werdet. Erschreckt kehrten die Diener an den Königshof zurück und überbrachten die grauenvolle und unglaubliche Botschaft. Das Königspaar war erschüttert. Der Vogel Lemona hatte seinen einmaligen Zaubermund verbraucht und konnte aus diesem Grunde seine vielgeliebte Viola nicht retten. Ihm brach es schier das Herz, so dass er diesen Schrecken nicht überlebte. Der König rief sofort alle seine Ausrufe herbei und diktierte ihnen eine Nachricht an sein ganzes Volk, die sie dann überall bekannt machen mussten. Liebe Bürger von Altanien, der König und seine Königin geben Folgendes bekannt. Ein großes Unglück ist über unser Königreich gekommen. Unsere allseits geliebte Tochter Viola wurde von der Königsfamilie des Nachbarlandes unter einer hohlen Eiskugel gefangen gesetzt. Es gibt nur einen Weg, diese Kugel zu zerstören. Dieses Mittel kann nur ein vollkommen reiner und guter Mensch finden. Jeder, der glaubt, dass er eine Möglichkeit hat, unsere Prinzessin Viola zu befreien, soll alles versuchen, damit dies gelingt. Derjenige, der unsere Viola befreien kann, darf sie zur Frau nehmen und erhält die Hälfte unseres Königreiches hinzu. Hört, liebe Leute, was ihr ist geschehen. So, liebe Leute, kann's nicht weitergehen. Hört, liebe Leute,
große anstürmen, um die Königstochter aus der verwunschenen Hohlkugel zu befreien. Die Prinzessin saß regungslos neben dem Teich des Gartens und weinte bittere Tränen, dass es einem das Herz brechen konnte. Die Männer kamen mit Hacken, um das Eis zu brechen, aber noch nicht einmal ein Kratzer war zu sehen. Neben der Eiskugel wurden große Öfen errichtet, um das Eis zu schmelzen, aber auch diese Bemühungen blieben gänzlich wirkungslos. Die Leute hatten ein wahres Lager um die Kugel errichtet, um der Prinzessin nahe zu sein. Jeder wollte ihr helfen. So vergingen Tage, Wochen und Monate. Eine tiefe Trauer und Hilflosigkeit legte sich über das ganze Land. Durch einen großen Wald von der Unglücksstelle getrennt, befand sich eine große saftige Wiese. Darauf hütete ein junger Hirte seine Schafe. Sehr gewissenhaft. Noch nie hatte er eines seiner Lämmer verloren. Doch plötzlich musste er feststellen, dass das kleinste seiner Schäfchen sich von der Herde entfernt hatte. Nirgends war es zu entdecken. Ihm blieb also nichts weiter übrig, als es im dichten Wald zu suchen, da es sich sicher zu Tode ängstigte. Er schaute hinter jeden Baum und Strauch. Doch all sein Bemühen blieb ohne Erfolg. Als der Wald sich schon zu lichten begann, sah er es am Waldesrand stehen. Vorsichtig hob er es auf seine Schultern. Schäfchen! Selbst zu schmelzen und das Wasser floss nach und nach in kleinen Bächlein davon. Der böse Zauber der Königin war gebrochen, weil ein mitfühlendes Herz das Unglück eines anderen Menschen nicht ertragen konnte. Keine Gewalt hatte diesen Spuk vertreiben können. Feuer vermochte das Eis nicht zum Schmelzen zu bringen. Ein paar Tränen eines guten und reinen Menschen hatten die bedrohliche Eismauer zum Zerschmelzen gebracht. Thank you.
Tochter davon. Nun war die Prinzessin Viola endlich gerettet und ihre Eltern durften sie wieder in die Arme schließen. Schon wenige Tage später wurde auf dem Königsschloss eine große Hochzeit gefeiert. Der arme Hirtenjunge wurde nun der Mann der Prinzessin, die wusste, dass er sie um ihretwillen zur Frau nehmen wollte, da er bei ihrer Rettung nichts von dem königlichen Versprechen gewusst hatte. Majestät, bitte vergebt einer solchen Sünderin und ihren verwirrten Sohn. Wir können ja eigentlich nichts dafür. Nur der Neid hat uns dazu getrieben. Der blanke Neid war Schlüssel an mir. Wir sind ja so froh, dass eure Tochter ihr Kind gefunden hat. Wir wissen, ihr habt nun das Recht, uns in euer Königreich zu starten. Doch wir flehen um Gnade, dass die Strafe nicht so hart ausfällt. Steht auf, ihr beiden Sünder. Schlimmes habt ihr wirklich begangen. Doch weil heute ein Freudentag ist und uns außerdem euer armer Gemahl leid tut, wird unser Spruch übel ausfallen. Aber zuerst nehme ich dir dein Zauberbuch. Aber nun lasst uns zur Hochzeitszeremonie schreiten. Seiten. So antworte ich ja. Ja. Und du, Prinzessin Viola, wirst du Prinz Leonhard den Ersten ehren, ihn lieben und für immer für ihn da sein, in guten und schlechten Zeiten. So antworte mit ja. Ja. So tauscht eure Ringe, die euch symbolisch für immer vereinen. Thank you.
Tag der Taufe ihres ersten Kindes stand das junge Elternpaar überglücklich an dessen Bettchen. Da sahen sie, wie durch das geöffnete Fenster ein kleiner gelber Vogel in das Zimmer flog. Der Vogel setzte sich auf den Rand der Wiege und schaute, das Köpfchen zur Seite geneigt, die Eltern des neugeborenen Mädchens zutraulich an.